Müssen wir eine Form anfertigen. Dann müssen wir eh nochmal hoch. Kommt die Fußmatte eigentlich? Ja, können wir. Mal gucken, ob ich was finde. Gut. Da steht für die Mann, ob das Sarkasmus. Das hier ist der deine Trick oder muss ich? Ich dachte, das hier ist der richtige Platz, um eine Trickfalle zu bauen. Deine Trickfallen gehen immer nach hinten los, Harvey. Oder muss ich dich an dein Malheur mit dem Säure- und Piranha-Becken erinnern? Ich dachte, doppelt hält besser. Ja. Schöne Fußmatte natürlich machen. So gehört sich's. Hitler's Welcome. So, haben wir die noch? Haben wir das schon gemacht, aber... Und hier nochmal. Hier haben wir was noch nicht. Da im Außengelände müssen wir dann wahrscheinlich noch ziemlich viel kürzen. Bis da was passiert. Bis das Achievement. Zu den Innenbereich hier schon mal abklappern. Schade, dass wir die Tür nicht mehr kürzen können. Wenn es gut läuft, dann brechen wir mit Edna heute schon aus. Da haben wir den Teil schon. So, wir sollten die Tonerde vielleicht mal erstmal aufweichen, denke ich. Cool, jetzt habe ich Matsch. Tonmasse. Damit ein Abdruck vom Topf. Ich glaube, so könnte ich einen Abdruck machen. Wow, das hat ja richtig geklappt. Ich bin Sherlock Holmes. Du bist Watson. Ich bin Holmes. Ich bin Holmes. Du bist Watson. Nein, du bist Watson. Ich bin Holmes. Was ist denn da draußen los? Oha. Ich bin Holmes und du bist Inspektor Clouseau. Abgemacht. Oh je. So, jetzt können wir hier doch gleich mal... Oh je. Die Form muss ja erst noch gebrannt werden. Eieiei. Na dann mal los, Edna. Okay, vorm Brennen. Hier kann man nichts mehr beschmieren. Beim Freund Blase können wir hier nochmal. Wenn sie da schon steht. Ups, hier nochmal hoch. Ich kann meine Zelle nochmal. Nein, das ist meine Tür. Mhm. Aber doch, ja. Meine Tür, aber dann das Bekritzeln. Aus dem Loch.
XXX. Darauf hat schon... Ist da immer noch der Hülgo drin im Schrank? Tatsache. Auf dem Stein lässt... Ich versuche nochmal hier, zum letzten Mal nochmal hier zurück. Zum Anfang. Nein. Okay, dann nicht. Nein. Müssten wir jetzt hier konsequent alles haben. Wenn ich nicht tierisch was übersehen habe. Da konnte man nichts bekritzeln. Stand uns noch das Rätsel mit dem Essen im Weg, das war dann. Ich wünschte was da, dass wir dann noch nicht rauskamen. Okay. Wir müssen auch noch den Schlüsselmeister befreien. Aber ja, wenn wir den Generalschlüssel haben, dann sind wir. Das sollte klappen. Grundlegend. Ende Form. Sollten wir doch jetzt. Okay. Dampfende Form. Können wir vielleicht jetzt. Erst einmal sollte die Form ein wenig abkühlen. Okay, okay. Ich gehe ja schon wieder ins Bad. Immer diese Umwege. Form abkühlen. Okay. Okay. Cool. Das Wasser hat das flüssige Gold abgekühlt. Gut, dass du das so laut vor Blases Ohren hörst. Sprichst. Damit sollte ich den Schlüssel frei bekommen. Yippie! Ich hab's geschafft! Mein eigener Generalschlüssel! Psst! Hurra, wir haben den Generalschlüssel. Wir können jetzt überall durch. Das ist großartig. Jetzt können wir zum Beispiel hier durch. Ja! Nice. Der Weg ist frei. Ja! Das brauchen wir später, um die Leute freizulassen. Können wir durch die Tür hier rein. Rums. Ist also noch eine Tür, die wir aufschließen können? Hier glaube ich nicht. Oh, jetzt wird irgendjemand das Geritze entfernt. Die Tür. Sitz frei bewegen in der Anstalt. Ja. Okay.
Ich bin endlich frei. Yippie. Yay. Dann lass uns in den Zoo. Das geht nicht, Harv. Ich muss die Beweise finden, die meinen Vater entlasten. Dann hoffe ich, die Informationen sind innerhalb dieser hohen Mauern da. Was? Mist. Yep. Gleichzeitig im Vorhof. Aber wir sind schon aus der Anstalt ausgebrochen. Yay. Können uns jetzt auf dem Gelände frei bewegen. Freiheit. Mit Doktor zurück. Was ist los? Warum wird nicht gegessen? Herr Doktor, es gibt Probleme. Holger und Stiesel werden vermisst. Das eine Problem habe ich gerade gelöst. Herr Doktor, eine Katastrophe! Edna ist ausgebrochen! Stiesel. Wie oft sind uns schon Patienten aus ihren Zellen entwischt? Sie meinen am Tag? So 3 im Durchschnitt. Und wie viele davon sind über die Mauern entkommen? Naja, keiner. Keiner? Richtig. Der einzige Weg rein oder raus ist durch das Haupttor. Schön mal deprimierende selbst Nachricht wenn sie jetzt einen Weg gerade. Findet, das Tor zu öffnen. Ohne Transportmittel kommt sie keinen Kilometer weit. Sie ist noch irgendwo auf dem Gelände. Durchsucht die Stockwerke einzeln und führt endlich die Patienten zum Essen. Schon mal erstmal den Spieler ein bisschen runterziehen. Wie viele Leute kommen jetzt, wie viele Leute sind so weit gekommen wie du? 3 am Tag schaffen das, was du jetzt geschafft hast. Wie viele sind rausbekommen über die Mauer? Keiner. Wir haben quasi nichts geleistet, wir haben unser tägliches. Wir sind einer von 3, die das täglich machen. Jetzt kommt es noch besser. Wait a second. Da können wir gleich hingehen und die Freiheit genießen. Dicke. Das ist irgendwie ernüchternd. Ich wünschte, ich hätte diese Tonne niemals geöffnet. Eine Tonne, die bis zum Rand, wahrscheinlich 2 Tonnen, die bis zum Rand mit Generalschlüsseln voll sind. Herzlichen Glückwunsch, lieber Spieler. Du hast bis jetzt effektiv nichts geschafft. Wie viele Goldmedaillen gibt es in dieser Anstalt? Wie viel Gold gibt es? Adrian kriegt immer eine neue Goldmedaille. Das ist immer das. Ja, deprimierend. Müsst ihr mich mit eurer Anwesenheit so deprimieren? So ein... So einen habe ich schon. Ich habe meinen eigenen. Ja. Können wir den mal beschriften? Dafür bräuchte ich wohl einen Goldmarker. Ah, schön wär's. So, was hat ein Harvey dazu zu sagen? Aber nicht doch! Harvey ist noch gut in Schuss. Ach so. So, das Auto. Sowas lernt man aus dem Fernsehen und aus Computerspielen. So, dass Auto jetzt offen ist. Ohne den Wagen nützt sie mir nicht. Und nun? Ich kann nicht fahren. Ich sollte... Merkt euch das, was wir gerade gemacht haben. Wir kommen später nochmal hier zurück. ich weiß nicht, ob sie es behoben haben, aber ja. Okay, der Zen-Garten. Erstmal muss ich hier mal gucken. Cheep! Du bist schon ein komischer Vogel, Edna.
Tschi! Du bist schon... Die Vögel meiden Dr. Marcells Anwesen. Oh ja, die Vogeltränke muss mit! Ich freue mich schon auf Benutze Vogeltränke mit Dr. Marcells Schreibtisch. Aber was ist das? Meine Hände sind zu schlecht gezeichnet, um die Tränke anzuheben. Zappalot. Oh, wie schade. Erwünschte Frechheit verhindert sie. Oh. Da ist kaum Wasser in der Tränke. Stattdessen sind da so kleine, weiße, dickflüssigen Pfützen. Gewöhnungsbedürftig. Wollen wir eine Storchfalle bauen? Nicht doch, Harvey. Störche sind selten. Niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Ich bekomme keine Verbindung. Nur so ein Piepen. Oh je. Meine Generalschlüssel zurückschmeißen. Vögel kennen keine Türen und Schlösser. Sie fliegen frei durch die Lüfte, singen ihre unbeschwerten Lieder und zerlasern ihre Gegner mit Todesstrahlen aus ihren Röntgenaugen. Ganz genau. Ach ja. Gute Idee. Nanu, was ist das? Mein Vogelfutter ist alle. Das haben wir schon gemacht. Vielleicht habe ich einen Vogel. Aber er ist niedlich und bunt und singt fröhliche Lieder. Tja, mal übrigens die Gruppentherapie. Wir sollten gleich mal wieder rein, weil da gibt's Essen. Vögel kennen sie und zerlecken. Wollen wir eigentlich nicht mehr? Gute Idee. Nanu? Da ist statt. Gut, das hatten wir schon. Mach lecker. Die Getränk trotz. Wollen wir eine Stor... Niemand hat... Das geht auch nicht. Wozu? Das ist... Moment. Die Tränke ist tatsächlich warm. Die Störche können nicht weit sein. Wollen wir eine... Nicht... Niemand hat... Sehr gut. Ich mach das nicht, um Störche zu... Richtig. Es ist vollkommen ungefährlich. Besonders für leckere Störche. Das wird den Piepsis schmecken. Sehr gut. Jetzt lass uns schnell verstecken, bevor die Störche kommen. Ich mach das nicht, um Störche zu fangen, Harvey. Richtig. Es ist vollkommen ungefährlich. Besonders für leckere Störche. Put, put, Storchis. So, und ich wollte kurz jetzt. Ach. Ach, hier können wir jetzt mal die Fußnagel. Das wird die sehr. Es ist. So. Die Bank können wir nicht bekritzeln. Da können wir hin. Wand bekritzeln. Diese Mauer hat kein Schlüsselloch. Die einzige Öffnung ist das Haupttor da hinten. Schade. Sie ist der Deckel vom Anstaltstopf. Ich werde dafür sorgen, dass Dr. Marcells Suppe überkocht. Heim und Weinung. Dr. Marcel. Diese Mauer hat kein Schlüsselloch. Die einzige... Ich könnte natürlich einen Hilferuf draufkritzeln, einen Flieger falten und ihn über die Mauer werfen. Ich fürchte nur, es wäre wenig glaubwürdig auf der Rückseite einer unterschriebenen Anmeldung zur Therapie. Tja. Da lässt sich nichts auf Kleider bügeln. Schade. Nimm dies, Wand! Na toll, jetzt haben wir das Glas verloren. Ich könnte natürlich einen Hilferuf drauf, einen Flieger falten und ihn über die Mauer. Ich fürchte nur, es wäre auf der Rückseite einer Cocktailkarte. Tja.
Da bräuchte ich wohl eher einen Presslufthammer. Tja, vielleicht finden wir ja noch einen. Hallo? Spreche ich mit dem Abrissunternehmen? Stein von Stein und Häuser Klein, Ihre Abrissprofis. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte da eine Mauer, die dringend abgerissen werden muss. Sorry, Mauern machen wir nicht mehr. Die Mauer muss weg. Nicht seit diesem Debakel damals in Berlin. Die Beschwerde schreiben verstopft noch heute unser E-Mail-Postfach. Aufgelegt. Okay. Ich sollte nicht so zimperlich mit ihr umgehen. Um hier einen Tunnel durchzugraben, bräuchte ich wohl eher einen Löffel. Mist. Oder eine Schaufel. Die ist abgegeben. Da bräuchte ich wohl eher einen Pressluft. Mauer beschmutzen. Wenn wir auf der anderen Seite sind, rufen wir die Polizei. Aber was sagen wir ihr? Stimmt. Wir müssen erst herausfinden, was passiert ist. Wir müssen zu meinem Elternhaus und Beweise finden. Das klappt. Forget about Willy, Free Edna. Oh Gott. Da bräuchte ich... Das will ich gar nicht aussprechen. Was hältst du von dieser Mauer, Harvey? Sie steht zwischen... Damit hat sie sich den falschen Platz ausgesucht. Gut, eine Harke. Ich halte die beiden lieber getrennt. Ich hab mal gehört, dass Hasen Harken schlagen. Haken, nicht Harken. Ich werde doch nicht Dr. Marcells Garten machen. Hätte sein können. Da komme ich doch niemals rüber. Oh, wir haben eine Harke. Können wir mal Arbeit zeigen, was eine Harke ist? Ich halte die Beine. Du kennst dich. Okay, wir haben eine Harke. Damit können wir das hier haken. Das brauchen wir später. So, gehen wir hier mal rum. Können wir hier... Können wir gar nichts. Lass uns ein Loch in die Fässer schlagen. Ach, Harvey, denk an die vielen unschuldigen Grundwasseramöben. Ich mag Grundwasseramöben. Ich denke den ganzen Tag an sie. Das heißt ja nicht, dass ich sie gleich heiraten muss. Nein, wenn ich den da reinfallen lasse, finde ich ihn nie wieder. Ich fülle mir etwas ab. Und jetzt Prost. Endlich bin ich diesen Geschmack vom Stinktrink los. Weiß doch nicht, was da drin war für ein Wasser. Kritzeln. Nein, wenn ich was Schmutziges lesen will, hole ich mir die Bohlen-Biografie. Kleiner Diss. Nein, wenn ich den... Darin nach Fischen zu angeln ist vergeben. Schmeckt nach den Pommes aus der Kantine. Das könnte die... Lass uns ein Loch in die Fässer schlagen. Ach, ha. Ich mag Grundwasser. Ich denke, das heißt... Ich kenne die Nummer der Außerdem rufe ich da nicht mehr an. Nicht seit diesem... Zwischenfall. Nein, der ist schmutzig genug. Schmutzig genug? Schmutzig genug? Habe ich jetzt aus. Frieden? Noch lange nicht. Aber es ist besser. Lass uns ein Loch in die Fässer schlagen. Ach, ich mag... Ich denke, das heißt... Lass uns... Ach, ich denke, das heißt... Wie viel Zeug da noch in den Tuben drin ist. Ich bin immer wieder verwundert. Das verstößt garantiert gegen die Umweltbestimmungen. Auf der anderen Seite... Meine Fußnägel tun das sicher auch. Ich sollte in diesem Fall lieber den Ball flach halten. Was haben wir hier? Edna was hier? Der Klassiker. Lass uns ein Loch in die Fässer. Ach, ich mag. Ich denke, das heißt ja.
Können wir da mal eben... Ui! Stromzähne. Es wird viel zu viel Strom verbraucht. Als würde im Haus jemand ständig das Licht ein- und ausknipsen. Tja, wie das wohl sein könnte.